Geht weiter mit unserer Mütze mit den Ohrenklappen. So, wir haben jetzt die Maschen angeschlagen, die restlichen 15 Maschen dazu. Die stricken wir jetzt im Rippenmuster. Eine Masche links, eine Masche rechts, im Wechsel eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. 15 Maschen hatten wir angeschlagen. Die restlichen Maschen, die wir auf der Nadel haben, die stricken wir einfach kraus rechts weiter. Nur die neu angeschlagenen stricken wir 4 Reihen im Rippenmuster. So, das haben wir jetzt im Rippenmuster gestrickt. Nun geht es weiter mit den anderen Maschen, die wir vorher gestrickt haben. Die stricken wir jetzt kraus rechts weiter. Und das machen wir jetzt 4 Reihen lang. So, erste Reihe fertig, jetzt die zweite Reihe, erstmal kraus rechts weiter, bis zu den Maschen, die wir neu aufgenommen haben, kraus rechts weiter stricken. So, jetzt weiter im Rippenmuster über die 15 Maschen, die wir angeschlagen haben. Eine Masche links. Und das war noch so eine Masche links, eine Masche rechts, 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 links. Rechts, links, rechts, links, rechts. Zweite Reihe. Nun die dritte Reihe. Wieder im Rippenmuster weiter stricken. Links, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Jetzt kraus rechts weiterarbeiten bis zum Reihenende. Kraus rechts stricken. Unsere dritte Reihe. So, vierte Reihe. Geht weiter mit kraus rechts bis zu den angeschlagenen Maschen kraus rechts.
wieder im Rippenmuster, eine Masche rechts, eine Masche links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und rechts. Nun haben wir unsere vier Reihen soweit gestrickt. Und wir stricken jetzt 17 Reihen kraus rechts weiter. Nachdem wir dann die 17 Reihen gestrickt haben, werden wir Maschen abnehmen. Also im nächsten Video zeige ich euch dann, wie wir die Abnahmen machen. Jetzt 17 Reihen kraus rechts weiterarbeiten und dann geht es weiter mit den Abnahmen.